Hey, ich bin's wieder. Wir haben uns heute mal mit ein paar Finanztipps auseinandergesetzt, weil gerade in der heutigen Zeit ist das Thema ja wichtiger denn je. Und unsere User haben uns da auch ein paar Fragen zukommen lassen. Deswegen haben wir einmal hier heute unseren Finanzexperten Julian. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Rubrik, und zwar zum Thema Sparen. Meine erste Frage wäre an dich: Was sind denn deine Tipps, um am besten Rücklagen zu bilden? Als erstes sollten wir überlegen, was verstehen wir unter Rücklagen. Also Rücklagen sollte man bilden, damit man sich auch bei Notfällen, damit man auch in Notfällen Geld zur Verfügung hat, wie beispielsweise, wenn mal der Kühlschrank kaputt geht, dass man dann auch genug Geld zur Verfügung hat, um sowas auch sofort zu bezahlen. Besonders wichtig ist es natürlich, wenn man auch ein Eigentum hat, wie ein Haus oder eine eigene Wohnung. Da kann ja wirklich auch eine Reparatur mal ein bisschen teurer sein. Aber andererseits können auch Rücklagen dazu dienen, um für eine Reise zu sparen. Und bei Rücklagen ist es wichtig, dass das Geld auch sofort verfügbar ist, also nicht irgendwie auf einem Festgeldkonto liegt und man dann erst in mehreren Monaten oder vielleicht sogar Jahren an das Geld rankommt, sondern dass man das Geld dann auf einem Girokonto oder Tagesgeldkonto parkt und dass man das halt auch wirklich dann sofort zur Verfügung hat. Sehr cool, danke dir auf jeden Fall für die Tipps. Dann machen wir mal weiter. Und zwar hatten wir noch die Frage von unseren Usern: Wie lege ich am besten mein Geld an und wie viel empfiehlt sich dabei, das anzulegen? Genau, also als erstes, bevor man darüber nachdenkt, wie viel Geld man anlegt, sollte man sich schon die Mühe machen und erstmal aufschlüsseln und festhalten, wie viel monatliche Ausgaben man hat, aber das auch aufs Jahr gerechnet. Es gibt ja auch genug Sachen wie beispielsweise viele Versicherungen, die man nur einmal jährlich bezahlt oder auch in Urlaub fährt man vielleicht nur ein bis zweimal im Jahr. Das sollte man dann auch berücksichtigen. Und ja, wenn man das halt natürlich alles aufgeschlüsselt hat und weiß, wie viel Ausgaben man hat, dann kann man halt auch überlegen, wie viel habe ich denn dann von meinem Gehalt letztendlich noch übrig. Und das, was man übrig hat, das kann man dann auch zurücklegen und damit kann man dann auch, also das kann man dann halt auch zum Sparen sozusagen anlegen. Am besten halt auch noch ein bisschen Puffer mit einplanen und einberechnen, aber das ist so ein guter Richtwert. Wie lege ich mein Geld am besten an? Da ist es empfehlenswert beispielsweise, dass man sich ein Depot anlegt, wie zum Beispiel bei der comdirect oder bei Scalable Capital beispielsweise. Da kann man auf jeden Fall auch schauen, ob es aktuell gerade Aktionen gibt, wo man zusätzlich noch Cashback bekommt oder ein Bestes-Gutschein, wenn man dort ein Depot eröffnet und dann kann man dort beispielsweise in ETFs investieren. ETFs, das steht für Exchange Traded Funds. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, wofür das steht. Genau, und ja, ganz einfach gesagt ist das sozusagen eine Aktienliste aus ganz vielen ja, Einzelunternehmen zu einem speziellen Bereich, wie beispielsweise Rohstoffe oder Aktien aus Schwellenländern oder China-Aktien. Okay, danke dir auf jeden Fall für die ausführliche Antwort. Das hilft mir persönlich auch nochmal total weiter, weil ich mich mit dem Thema auch noch gar nicht so viel befasst habe. Das ist auf jeden Fall echt Sehr mega gern. interessant. Und meine nächste Frage wäre nämlich: Welche mobilen Finanz-Apps könntest du oder kannst du empfehlen? Genau, also einerseits zum Beispiel Money Control, also das ist auch so eine App, wo man seine ganzen Ausgaben erfassen kann. Also das ist ja auch das, was ich bei den letzten Fragen schon mit angesprochen hatte, dass es wichtig ist, bevor man wirklich investiert und weiß, wie viel man investieren kann, dass man vorher erfasst, wie viele Ausgaben hat man halt. Und einerseits kann man das natürlich auch selber irgendwie mit einer Excel-Liste machen, was natürlich auch schon so ein bisschen aufwendiger ist. Und so eine App wie Money Control hilft einem dann natürlich, die Ausgaben letztendlich zu erfassen und dann halt auch so ein bisschen zu kategorisieren, in welche Bereiche man Ausgaben hat, wie beispielsweise Kleidung oder Lebensmittel und so weiter. Genau, dann eine weitere App ist Finanzguru. Also das ist auch noch eine gute Ergänzung zu Money Control. Finanzguru erfasst dann die Kontobewegungen, die man hat. Also besonders wenn man mehrere Konten hat, kann man das bei Finanzguru immer ganz gut zusammenfassen. Und dann kann man da auch sehen,
wie viel Ausgaben, wie viel Einnahmen habe ich über mein Konto. Zusätzlich hat man auch noch so eine Art Vertragsordner, wo man sieht, welche Verträge habe ich gerade, die laufen. Und Finanzguru erinnert einen dann auch dran, wenn man die Verträge wieder kündigen kann, um vielleicht dann auch nochmal einen besseren, günstigeren Vertrag abzuschließen oder halt natürlich dann zu sparen, wenn man den Vertrag nicht mehr hat. Ah ja, sehr cool. Danke dir. Dann sind wir mit dem Thema Sparen soweit erstmal durch. Wir hoffen, wir konnten euch schon ein paar hilfreiche Tipps liefern.